Präsentiert von kurzurlaub.de, Deutschlands Nummer 1 für Kurzreisen. Neue Saison, Smalltalk-Zeit. Wir machen jetzt immer einen Smalltalk zum Heimspiel. Heute haben wir unseren Neukapitän des FC Mecklenburg, Christopher Kaminski, dabei. Hallo Christoph. Hallo Kasi. Ja, der FC Mecklenburg gewinnt beim Förderkader mit 4:1. Vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Rückblick auf das Spiel geben. Ja, aber ich denke, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen sind. Timo hat es ja auch schon gesagt und Ine nach dem Spiel direkt. Also das Einzelne war eigentlich noch so ein Dosenöffner für das ganze Spiel, gleich in der ersten Minute. Dann legen wir in der 11. Minute mit dem Fernschuss nach. Durch den wir setzen den Gegner echt permanent unter Druck. Verlieren dann so langsam den Faden. Ab dem zweiten Gegentor so circa eine halbe Stunde bis kurz vor Schluss vor der Halbzeit. Und machen dann zwei sehr schnelle Tore noch über Schmanti und Tino. Und damit war es eigentlich schon eine kleine Vorentscheidung. Und dann gehen wir in die Halbzeit. Und da haben wir uns eigentlich gesagt, dass wir jetzt clever spielen, ein bisschen abwarten, den Gegner vielleicht ein bisschen kommen lassen, den Gegner den Ball und den Gegner laufen lassen. Aber das Ganze hat irgendwie nicht so funktioniert. Wir haben einfach zu viel zugelassen dem Gegner. Wir haben den Gegner zu viele Räume gelassen, haben hinten nachher auch schon fast Mann gegen Mann gespielt und haben uns das Spiel so ein bisschen aus der Hände nehmen lassen, will ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben halt nicht mehr gespielt wie in der ersten Halbzeit. Und da müssen wir einfach dazulernen, da müssen wir eigentlich kein Bürger sein. Und dann denke ich mal, gehen wir da noch höher vom Platz, sage ich mal, mit einem höheren Sieg und der dann auch gerechtfertigt ist. Aber trotz alledem sollen wir mit dem Sieg zufrieden sein, denn denke ich, wenn jeder gesagt hätte, vorm Spiel gewinnst da 4:1. Hätten wir das unterschrieben und hätten das mitgenommen und jetzt freuen wir uns, dass wir in den ersten drei so eingefahren haben. Ja, dann nimmst du mir schon mal die ganzen Fragen vorweg, weil ich wollte ja auch mal ein bisschen aufs Defensivverhalten eingehen. Also in der zweiten Halbzeit war es halt doch ziemlich schwammig. Der Förderkader kam doch recht oft gefährlich vor das Tor. Ne? Das war ja doch. Also Erik hatte doch ganz schön zu tun gehabt dann. Ne? Ja, die Abstimmung stimmt dann nicht mehr zwischen Viererkette, Mittelfeld und dem Angriff. Und dann sieht man einfach, wenn man einfach nicht mit 100% oder 110%, so wie wir es eigentlich das Spiel angegangen sind, nicht mehr bei der Sache sind, dann wird es gegen jeden Gegner schwer. Und dass wir da gerade dann Fußball spielen kann und dass wir dann die Räume geben, ist ganz, ganz normal. Also da müssen wir einfach Tempo werden. Ne? Und das wissen wir selbst. Und da haben wir heute mit angefangen im Training und haben es versucht zu verbessern, dass das ansonsten nicht passiert. Ne? Ja, und du sagst auch, Tino, in der ersten Minute ein Raketenstart, also ganz schnelles Tor. Ist dir das schon mal irgendwie in einem Spiel so mal schon so schnell mal in Führung gegangen? Also ich müsste jetzt ganz lange zurückdenken, wo das mal passiert ist. Aber es hat uns natürlich gefreut, dass natürlich auch wieder eine Stafette über außen gewesen ist, bald wieder zurückgelegt. Und Tino hat es dann abgezockt, auch als Stürmer, wie es sein muss. Und fällt er da also so ein bisschen so ein Stein vom Herzen, so nach dem Motto, so geil, 1-0, erste Minute, ja, natürlich, jetzt kann es losgehen? Das ist wie ja, ein Schritt nach vorne gemacht und wir standen alle unter Strom, wir wollten endlich, dass es losgeht. Und dass es natürlich gleich so losgeht, ist natürlich dann gleich fürs Spiel auch besser und die ganze Mannschaft war natürlich dann auch erleichtert, ne, dass wir so gut ins Spiel reingekommen sind. Ja, Christoph, und nun sagte ich ja schon, du bist unser neuer Kapitän. Ich glaube, Stefan Gäß ist jetzt der Vize, wenn ich richtig bin. Ja. Bei anderen Vereinen hört man ja, es wird ein Mannschaftsrat gewählt, der Mannschaftsrat wählt den Kapitän, andere wiederum, dann ist der Trainer. Wie war es denn jetzt hier beim FCM? Also es war so, dass die Mannschaft den Mannschaftsrat gewählt hat, jeder durfte seine Stimme dort abgeben. Und da sind 5 Mann im Mannschaftsrat drin. Und dann haben die beiden Trainer davon Kapitän bestimmt, beziehungsweise den Stellvertreter bestimmt. Und die war es da auf mich gefallen und den Stellvertreter war Stefan Gäß, wie du schon gesagt hast. Ja, und gewappnet für die Aufgabe? Ja, natürlich ist das für mich keine neue Aufgabe. Ich habe es ja in einem anderen Verein auch gemacht und ich mache es gerne, nehme das Vertrauen an und versuche die Mannschaft nach vorne zu führen, zum Erfolg zu führen. Aber im Endeffekt ist es egal, wer die Binde trägt. Wir haben alle ein Ziel und da gehört eine Mannschaft zu und nicht eine einzelne Person. Super. Und ich denke mal, wir als Fans werden euch da sicherlich auch ein bisschen unterstützen, dass das auch alles so klappt. Ja, am 30. August, jetzt am Sonntag, kommt
wie ich auch finde, ein Staffelfavorit nach Schwerin. Der Rostocker FC haben sich auch mit vielen Neuzugängen gut verstärkt, haben auch ihr erstes Spiel der MSV Pampo mit 4:0 verloren. Ich denke mal, die Jungs von Jan Kistenmacher sind sicherlich heiß, hier Punkte auf Schwerin zu entführen. Habt ihr schon einen Plan, wie ihr das verhindern könnt? Ja, natürlich haben wir einen Plan und wir machen uns über die Woche einen Plan und wir wissen, was uns da erwartet am Sonntag. Da kommt eine technisch gute Mannschaft. Natürlich von den Namen, was da verpflichtet wurde, ist es natürlich mit oberstes Regal, sage ich mal, was im Raum Rostock, ich kenne es ja selbst dort, was da ist, mit rumläuft, sage ich mal. Und da kommt ein Gegner auf uns zu, wie gesagt, der fußballerisch, denke ich mal, einiges zu bieten hat und da müssen wir alles dagegen setzen. Ne? Aber das werden wir mit unseren Stärken, denke ich mal, sehr gut hinbekommen. Genau, ich hoffe mal, dass das auch ziemlich voll wird. Ich denke mal, die Schweriner sind alle freulich dabei, dass es auch endlich wieder im Sportpark Lankow Fußball zu sehen gibt. Ja, Christoph, dann danke ich dir und nach dem Training ist es schon vorbei. Ich wünsche dir mal eine gute Heimreise und ein gutes Nächtle dann, wa? Dankeschön. Bis dann.